Schlussmacher heißt der neue Schweighöfer-Film. Seit dieser Woche läuft er in den deutschen Kinos. Der Titelsong kommt von der britischen Boygroup Blue. Zwar kannten die vier Jungs Shootingstar Matthias Schweighöfer bis dahin nicht persönlich, aber Blue-Fan Schweighöfer fand, dass die neue Single der Band ganz gut zum Film passen könnte. Der Film handelt ja von einem Schlussmacher und der Song heißt Hurt Lovers. Ja, und der hat ihm gefallen. Ich meine, er ist echt ein Typ mit viel Talent. Er hat den Film nicht nur produziert, sondern er hat auch Regie geführt und mitgespielt. Ja, und dann hat er sich gedacht, es könnte doch ganz lustig sein, auch im Videoclip mitzuspielen und das fünfte Mitglied von Blue zu sein, sozusagen. Also er ist schon echt ein cooler Typ. Seit mehr als 10 Jahren sind Blue im Musikgeschäft, landeten jede Menge Top-10-Erfolge und mit Weltstar Elton John haben sie seinen Klassiker Sorry Seems to Be the Hardest Word neu eingespielt. Dennoch, vor dem ersten Treffen mit Matthias Schweighöfer waren sie tatsächlich erstmal nervös. Die Leute haben gesagt, bleib mal ganz locker, das ist ein ganz entspannter Typ. Und als wir ihn dann getroffen haben, da war das auch total entspannt. Und er hat gesagt, hey, ich war genauso aufgeregt und nervös. Also es war schön, jemanden wie ihn kennenzulernen. Er ist echt absolut auf dem Boden geblieben. Und sie hatten Spaß zusammen. Das kann im Videoclip jeder sehen. Das neue Album von Blue kommt dann am 21. Januar.